Saisontor. Also, liebe Zuschauer, Sie hören mich begeistert. Das ist hier ein mitreißendes Spiel. Mit vollem Risiko auch genommen. Hier der Pass von Becker. Da. So schäppt den Ball normalerweise Maurizio Gaudino. Und da ist der Vorlangner da und macht ein wunderschönes Tor. Fast wie Paul Gascoigne gegen Schottland. Da war noch ein bisschen die Hand im Spiel. Aber um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass da der Schiedsrichter abweichen musste. Nein, nein. Aber in der Zeitlupe hat man das kurz gesehen, dass er da noch ein bisschen dran war. Aber das war ein absolut reguläres Tor und ein wunderschönes dazu. Wir haben zwei tolle Tore schon gesehen. 1:1. Und die geben immer noch Gas hier. Sind nicht zu halten. Johnny Ekström. Ekström! Schieß doch! Ja, dass der jetzt kocht, das kann ich mir gut vorstellen. Das dürfte auch nach seinem Gusto sein. Lebe geht weiter. Ball Nummer 3, und das gibt besonders viel Applaus, weil die Tribüne hinter diesem Tor fest in Frankfurter Hand ist. Da, Mauri, der Kosename von Maurizio Gaudino. Den Ball sollte Pejovic bekommen. Und immer wenn sie direkt spielen, dann sind sie gefährlich. Das haben sie in den ersten 45 Minuten öfters gezeigt. Also die Temperaturen sind hier ansprechend. Das sehen Sie auch an diesen Bildern. Dietmar Roth. Guter Pass auf Günzensberger. Das ist das 2:1. Dietmar Roth auf Günzensberger. Und der ist nicht mehr zu halten, der Schweizer. Macht das Tor. Da drückt Waldhof Mannheim über 27 Minuten jetzt in der zweiten Halbzeit. Und was so oft passiert, der Konter sitzt. Und er war der gefährlichere Stürmer. Stärker als Ekström. Der Pass von Dietmar Roth, das, was ich die ganze Zeit sage, ein Pass durch das gesamte Mittelfeld, reicht aus in dem Moment. Und kein Abseits. Natürlich, sie sind in der Vorwärtsbewegung. Keiner hat auf ihn geachtet. Und da kann auch Marco Langner nichts dran machen. Und der Klimatechniker, Urs Güntensberger, ist nicht nur gelernter Stürmer, sondern auch gelernter Klimatechniker, hat die zweite Luft am Ende. Hat es gestern noch gesagt bei einem Interview. Fußball hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun, das können wir alles vergessen, denn gerecht ist das Ergebnis natürlich nicht, aber sie haben ihre Chancen jetzt eiskalt genutzt. Es steht 2:1 für Eintracht Frankfurt. Da hilft kein Lamentieren auf Seiten der Waldhöfer. Und außerdem, sie haben ja Zeit, sie haben noch ausreichend Gelegenheit, nämlich 15 Minuten hier den Ausgleich und vielleicht sogar den Sieg zu schaffen. Thomas Epp ist verletzt. Oh, das ist natürlich schlecht. Gerade erst eingewechselt und schon humpeln. Aber er beißt wohl auf die Zähne. Orientiert sich da wieder Richtung Sturmmitte. Nach dieser Begegnung, nach diesem guten Fußballspiel, kommt auch noch ein gutes Magazin. Und zwar sind die Themen Spielervermittler und Souvenirplagiate. Ja, was versteht man darunter? Zum Beispiel Trikotplagiate. Es wird ja sehr viel Geld damit verdient, mit diesen Trikots. Und da sind einige dabei, das zu kopieren. Und auf dem Platz Chacon, ein Pole, von Union Berlin gekommen. Sehen, ob das sein Wetter ist. Der ist nämlich
gelernter Eiskunstläufer. Mit 21 Jahren hat er erst das Fußballspielen begonnen. War vorher bei der Eisrevue Holiday on Ice. Schauen wir mal, was er auf dem trockenen Rasen bringt. Minuten noch. Dann wird erst richtig Karneval gefeiert in Frankfurt. Mit diesem Ergebnis würden sie sich natürlich dann vorne festsetzen, dann hätten sie 7 Punkte. Und bei Mannheim könnte man dann von einem klassischen Fehlstart sprechen. Und nach der Leistung hätten sie ihn absolut nicht vom Kreis, nämlich Köpper und Güntensperger. Der Rest ist im 16-Meter-Raum. Noch steht Marco Langner in der eigenen Hälfte, aber vielleicht wird der Ball einer nicht. Tor! Spielen. Mirko Reiche. Oh, oh, oh. Jetzt wird es hier hektisch. Ich glaube, ich muss das alte Klischee wieder bemühen. Wembley. Schauen wir es hier noch mal in der Zeitlupe an. Der Schuss unter die Latte und dann klatscht er, glaube ich, auf die Linie. Kobylanski war das. Und der Nachschuss von Mirko Reiche und Nikolov klärt. Ja, Kobylanski und der Ball wohl vor der Linie oder auf der Linie. Das sieht man aus der Kameraposition natürlich nicht. Mein Gott, ist das ein Finale. So wie es begonnen hat, so geht es auch. Und jetzt lebt sie von der Dramatik. So hat er sich das nicht vorgestellt. Er wollte eigentlich so früh als möglich den Posten dann auch übergeben an seinen Assistenten, an Günther Sebert, wenn nämlich Waldhof auf richtigen Kurs gebracht wurde. Aber mit 1 Punkt aus 3 Spielen kann man davon ja nicht sprechen. Vielleicht fehlt auch der Pepita-Hut als Glücksbringer, ich weiß es nicht. Die Brechstange. Jetzt nur noch lang und weit nach vorne. Man weiß nie, wie lange der Schiedsrichter noch weiterspielen lässt. Genau, es ist aus. Eintracht Frankfurt gewinnt glücklich hier in Mannheim mit 2:1. Es war ein sehr gutes Zweitligaspiel, was alles geboten hat, was sie verlangen können. Spielkultur in der ersten Halbzeit, Dramatik in der zweiten. Und ich gebe ab. Denn Maurizio Gaudino wartet unten zum Interview.